So in der Richtung haben wir es vorgestellt. Dann können wir nämlich das Logo. Moment, da. Das ist ganz schön weit hinten. Aber ist okay. Kann ich mitnehmen. Ansonsten. Ja. Also auf jeden Fall passt das dahin. Ich habe dann so ein Logo an der Wand. Das ist halt die Idee, ne? Das Logo, was hier noch eingepackt steht. Das ist noch gut verpackt. Das kommt noch an die Wand. Dann haben wir mein Logo wieder im Hintergrund. Hier, das Kallax wird schön ausgefüllt mit irgendwelchem Twitch-Shit and Gaming-Gedöns und so. Meine Playstation kommt da unten wieder irgendwo rein, wo da jetzt dieser Koffer liegt da oder so. So, dass man dann auch da hoffentlich nicht mehr mein Bett dahinter sieht und so. Man könnte eigentlich mal eine Roomtour machen irgendwann, wenn das hier ein bisschen aufgeräumt ist. Momentan ist ja halt wirklich noch sehr, sehr unfertig einfach. Und momentan ist ja einfach alles noch absolut durcheinander. Da ist ein Spiegel, das ist ziemlich lustig. Ich habe meinen Kleiderschrank da rechts von mir jetzt quasi. Und ich kann mich beim Stream jetzt mal selber sehen. Das ist so ein bisschen weird. Aber ist okay. Das ist so, ich komme damit klar, glaube ich. Ja, ansonsten muss ich mich hier echt noch ein bisschen einleben. So, ich habe noch nicht so viel gesehen von Berlin. Ich habe die letzten Tage sehr, sehr viel hier einfach in meiner Wohnung verbracht. Sehr viel Zeit in meiner Wohnung verbracht. Sehr viel aufgebaut an Kram. Und ganz viel Zeit vor allem heute in meine Küche gesteckt. Weil meine Küche echt scheiße ist. Meine Küche ist eine sehr tolle Küche, wenn sie dann irgendwann mal fertig ist. Aber meine Küche hat mich schon... Ich würde euch jetzt gerne nicht den Mittelfinger zeigen, aber meine Küche hat euch... Wir machen das irgendwie kurz so. Warte, kriegen wir das hin? Ich weiß... Oh Mann, ich muss euch kurz den Mittelfinger zeigen. Es ist nicht böse gemeint, okay? Ich will euch nur... Ich habe mich geschnitten, okay? Das möchte ich euch zeigen. An der Spüle. Ich habe mich an der fucking Spüle geschnitten. Türen. Herr Türen 77. Jetzt habe ich auch endlich jemanden, bei dem ich schlafen kann, wenn ich in Berlin bin. Ja, herzlich willkommen zurück, mein Lieber. Vielen Dank für 10 Monate, mein Liebster. Was geht? Eine Potato. Für dich, die erste Potato aus Berlin gehört dir, mein Lieber. Die allererste. Kranke Scheiße. Ja, heute Abend wieder zurück. Oh, warte mal ganz kurz. Ich bin hier gerade noch nebenbei auf Twitter und Twitch hat gerade was getweetet. Es gibt Subscriber-Streams auf Twitch. Aha. Naja, gut. Nicht mehr lang, dann ist es ein Jahr, Oman. Dann haben wir... Wir haben jetzt das Twitch-Kind schon, ne? Das Twitch-Kind haben wir schon hinter uns. Gross, ohne Witz. Ich weiß nicht, wie warm ist es bei euch? Ich glaube, hier sind es inzwischen jetzt nur noch 33 oder so. Heute Mittag waren es 38 Grad. Das war echt heftig. Ja, jetzt sind es 33, gefühlt wie 34. Heute Mittag waren es einfach fucking 38 fucking Grad. Schnell die Zeit vergeht, ja, Mann. Hallo, der Schlaue. Mate, was geht? Einen wunderschönen guten Abend, Mann. Achso, passt das eigentlich von der Soundqualität her und so? Weil ich habe nämlich hier mein Channel-Strip und so, der liegt hier ja vor mir. Und da habe ich so ein bisschen, ich glaube, aus Versehen mehr oder weniger dran rumgedreht. Als ich umgezogen bin. Als ich es wieder aufgebaut habe und so. Weil ich habe ja alles hier komplett einmal abgebaut und wieder aufgebaut und so. Der Michael 92. Einen wunderschönen guten Abend. Moin. Schön, dass du da bist. Bei dir ist alles für... Ja, soweit, aber... Ey, ohne Witz, ich habe einen Wasserverbrauch wie noch nie zuvor. Ich trinke gerade... Also ich habe gestern, glaube ich, 4 Liter getrunken. Und heute geht es auch wieder so in die Richtung. Das ist unglaublich. Wenn du dich körperlich betätigst bei dem Wetter... Ich komme gar nicht so schnell hinterher mit dem Trinken, wie ich schwitze, ey. Und ich gehe fast nicht auf Toilette, das ist das Krasse. Ich war heute, glaube ich, einmal pinkeln oder so, ist echt weird. Oh, 26. Oh, ich habe echt Glück. Also wirklich, ne, ich habe ja jetzt schon öfter mal gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das schon so mitbekommen habt. Keine Ahnung, aber ich habe ultra Glück mit dieser Wohnung. No shit, also nochmal ganz kurz als... Ich muss hier aufpassen, dass ich den Tisch nicht so bumse, Alter, weil das immer, das wackelt immer. Ich habe richtig Glück gehabt in dieser Wohnung. Ich habe ja die Wohnung bekommen, ohne die vorher angeguckt zu haben. Und selbst die Sachen, die man vielleicht beim ersten Eindruck nicht so sieht, selbst die sind gut. Wie zum Beispiel, dass es hier nicht so hellhörig ist, dass es generell mega gut wärmeisoliert ist. Es sind draußen heute Mittag, wie gesagt, 38 Grad gewesen.
Und hier drin war es echt aushaltbar. Ich bin rausgegangen, weil ich in den Baumarkt gefahren bin heute. Zweimal, weil ich eigentlich mir mega die Liste gemacht habe und dann hat trotzdem was nicht gepasst. Und zwar die Länge von dem Anschluss von meiner Spüle war zu kurz. Die Wasserleitung musste ich noch neu kaufen und bin ich nochmal in den Baumarkt gefahren. Egal, auf jeden Fall bin ich heute Mittag rausgegangen, um in den Baumarkt zu fahren. Und ich habe so einen Hitzeschlag bekommen. Du kommst aus dem Haus raus und kriegst erstmal richtig hart die Hitze in die Fresse. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen im Sinne von, dass das Haus gut isoliert ist. Und das sind schon mal so zwei Punkte. Ansonsten ist halt mega nice, dass die Wohnung. Ohne Witz, Leute, ich mache euch irgendwann mal eine Roomtour. Es gab mal eine ganz kurze Roomtour auf Instagram. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Als ich hier das erste Mal war, mir die Wohnung dann schon übergeben wurde. Und ich mir die halt auch dann das erste Mal angeguckt habe. Und dann habe ich halt eine Roomtour gemacht. So eine Roomtour in der Instagram-Story. Da war die Wohnung halt noch komplett leer. Aber ich werde auch auf YouTube, denke ich, noch irgendwann eine Roomtour machen. Wenn das hier alles soweit eingerichtet ist. Bist du nach Berlin gezogen? Sorry, wenn ich frage. Bin das erste Mal in dem Stream. Achso, ja, klar, kein Thema. Ja, ich bin gerade nach Berlin gezogen. Am Samstag tatsächlich. Und, Alter, die Kamera ist so shaky. Ich muss echt mal gucken, vielleicht baue ich die Kamera irgendwie an die Wand oder so. Weil direkt hinter euch, so ein Stück hinter euch ist die Wand. Und das wäre eigentlich kein Problem. Hallo, was geht, Nevo? Moin, Sinus. Und hallo, Tarosch. Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe das Emote des Tages. Ich habe Sfassa. Leute, hier, gönnt euch das gute Sfassa von Rewe. Ja, gönnt euch Sfassa. Alter, ohne Witz, boah, es ist so warm. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe gestern einfach 4 Liter getrunken. Und heute auch wieder so in die Richtung. Bruder, wie war dein Umzug? Fucking stressig. Stressig, ey, fucking F. Ohne Witz. Es ist kein gutes Wetter zum Umziehen, das erstmal. Das ist aber nicht das Schlimmste, sondern so in general einfach ist gerade sehr stressig, weil ich mir komplett die ganzen Müll. Warum haben wir eigentlich keine Alerts? Ich muss echt aufpassen. Warte mal ganz kurz. Alert. Kriegen wir das kurz hin? Oh, jetzt weiß. Kannst du aufhören, weiß zu sein? Eigentlich wollte ich nicht, dass es weiß wird. Ich glaube. Also übrigens, Michael, mein lieber Liebster, vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen, Mann. Berlin ist geil, will dort auch mal wohnen. Ist auf jeden Fall eine mega, mega nice Stadt. Aber auch so riesig. Ich habe mich am Samstag verabredet mit jemandem, der auf der anderen Seite von Berlin wohnt. Und ich fahre einfach über eine Stunde. Ich fahre die ganze Zeit in der gleichen Stadt über eine Stunde. Das ist schon heftig. So, warte mal ganz kurz. Wir müssen mal eben ganz... Moment. Ich muss hier kurz was... Das mit dem Einrichten und so ist immer noch so eine Sache. Ich muss kurz meine Alertbox... Na. Ich muss kurz diesen Mieter wieder reinkopieren, glaube ich. So. Okay. Warte mal kurz. Ah! Jetzt geht's wieder. Bist du normalerweise Dorfkind? Ich bin... Sagen wir mal, auf dem Dorf aufgewachsen. Also, ich bin in der Stadt geboren, in der Nähe von Wiesbaden. Bin dann mit 7 aufs Dorf gezogen, hab 13 Jahre lang auf dem Dorf der Dörfer gewohnt. Also, es gab das 10-fach an Schweinen, wie Menschen. Und wollte aber immer zurück in die Stadt und wollte immer groß, weit raus so. Hab jetzt 3 Jahre lang in Darmstadt gewohnt und bin jetzt nach Berlin gezogen. Sinus, mein Liebster. Herzlich willkommen zurück. Vielen, vielen Dank für 5 Monate. Das geht. Eine fette Potato für dich. Die erste hat leider Timing bekommen, aber auch für dich. Eine ganz, ganz, ganz dicke Potato, mein Lieber. Vielen, vielen Dank, Mann. Das geht. Herzlich willkommen zurück. Ja, ansonsten Umzug nochmal. War echt stressig. Also Umzug war wirklich stressig. Ist echt, echt schwierig so. Hashtag Dorfies. Bin nie so am Start. I'm sorry, ich hab nie so gerne auf dem Dorf gewohnt, ehrlich gesagt. Aber macht ihr, Mann. Nee, Spaß. Das Ding ist, ich habe mir halt echt viele neue Möbel gekauft. Und wie das bei neuen Möbeln so ist, gerade bei denen aus dem dänischen, schwedischen Bettenhaus, hätte ich fast gesagt, aus dem schwedischen Möbelhaus, Mann, das wollte ich sagen, ist das halt immer so, dass man wirklich alles in den kleinsten fucking Kleinteilen geliefert bekommt, die man sich vorstellen kann. Und dann sind die Anleitungen halt auch immer nicht ganz so geil. Also, wenn man selber schon mal eine Dokumentation für irgendwas geschrieben hat,
und sich dann die Dinger anguckt, dann denkst du halt auch so, Bro, welchen fucking Praktikanten habt ihr da hingesetzt, um diese Anleitung zu schreiben? Aber gut, never mind. Ich habe das alles irgendwie hinbekommen, aber es hat 3 Tage gedauert. Also ich habe 3 Tage lang nur Möbel aufgebaut. Bis gestern, nee, bis heute eigentlich. Und immer mal wieder ein bisschen geräumt zwischendrin und so. Aber ich habe, ja, weiß ich nicht, was habe ich denn alles? Ich habe meine Fernsehanrichter habe ich neu, also so ein Fernsehunterbrett. Mein Kleiderschrank hat fast einen kompletten Tag gedauert. Das Regal hinter mir ist nicht neu, aber das musste ich auch wieder aufbauen. Das Bett ist auch nicht neu, muss ich trotzdem aufbauen. Gestern habe ich noch kurz meinen Nachttisch aufgebaut, der ist neu. Und meine Küche halt, die ist halt das größte Ding gewesen. Mein Spiegelschrank habe ich gestern aufgehangen und so. Also Kleinkram. Es ist halt, also wirklich nicht, die großen Sachen sind zwar irgendwie scheiße, aber was wirklich das Beschissenste ist, sind die Kleinigkeiten irgendwie. Mal eben das schnell einräumen, mal eben das und das so. Das ist halt, vergiss es, Alter. Früher hat er am Dach gewohnt. Und wenn es da 35 Grad war, war es bei mir im Zimmer immer 5 Grad wärmer. Und wenn man denkt, es kühlt nachts ab, hast es knicken können, ja. Weil der PC heißt lief, okay. Ja, das war bei mir ist bei mir zum Glück nie das Problem gewesen. Ich habe nie unterm Dach gewohnt. Aber in Darmstadt war einfach die Wohnung sehr, 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 sehr schlecht isoliert. Und ja, ich bin hier sehr froh, dass es einfach gerade drin deutlich, deutlich kühler ist als draußen. 40 Grad. Hier waren es auch 38 tatsächlich. Das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich krass. Ein Dorf ist übersichtlich. Ja, das stimmt. Da hast du recht, Gabba. Herzlich willkommen, Jungs, erstmal. Bye. Yo, hau rein, Mate. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Schön, dass du reingeguckt hast, Mann. Ich muss mal ganz kurz so ein bisschen querlesen. Na, 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 na. Hallo, Taros. Was hältst du von GTA? An sich ein mega, mega geiles Game. Ist nur, also GTA und GTA Online ist inzwischen halt so ein bisschen tot, sag ich mal. Gerade GTA Online kannst du halt nicht mehr spielen wegen den ganzen Hackern und so. Oh, neues Lieblings-Emote. Ja, für jetzt auf jeden Fall, Alter. Aber ja, ich sag mal, Roleplay kann man machen so. Ist auf jeden Fall eine coole Idee und ist inzwischen, glaube ich, auch relativ ausgereift, sag ich mal. Ist auf jeden Fall ganz geil. Ist nur irgendwie, also ich habe das ja mal jetzt ausgetestet gehabt, so eine Woche lang oder so. Ist irgendwie nicht ganz so meins, keine Ahnung. Bin wieder weg, SS zocken, na viel Spaß euch ein und steht am Timing. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne gute Nacht. Viel Spaß bei Rainbow, hau rein, Mate. IDAP ist noch so eine Sache. Ja, das wird noch relativ viel gezockt, ne? Also gerade auf Twitch, das ist halt echt groß. Und wenn man sich mal Schlurux und den ganzen Rest drumherum so anguckt, das ist schon eine Nummer so. Kann auf jeden Fall auch geil sein, aber mir ist so diese Szene so ein bisschen fremd, befremdlich, sagen wir mal so. Keine Ahnung, ein bisschen weird. Wenn man sich mal das, gibt so ein Video von Stay drüber. Wenn man sich das mal so angeguckt hat. Orange, macht er das inzwischen? Macht er auch GTAP? Ich verfolge den Typen gar nicht tatsächlich. Keine Ahnung. Kann gut sein, ja. Erste Benchmarks zeigen hohe Leistungen. Oh, wow. 3600. Wir machen heute keinen Tech Talk übrigens. Keine Angst, Leute. Aber das ist halt so ein Punkt. Ich habe jetzt die letzten 2 Wochen mich fast gar nicht mehr um Technik gekümmert. Ich habe echt was aufzuholen, Mann. Ich sneak peek mal kurz ein bisschen nebenbei rein. Ja, F1 2019, gut, das kommt jetzt irgendwann raus, das weiß ich. Das ist jetzt raus. Super Benchmarks zu den neuen Nvidia-Karten. Apple Pay für Sparkassen und Volksbanken. Raspberry Pi 4. Boah, das ist geil. Mit vollständiger Schreibtischcomputer. Lol. Das ist krass. Boah, da bin ich gespannt, was der so an Leistung mitbringen wird. Heftig. Humbus sein, wunderschönen guten Abend, Mate. Der wohnt wie Ung auf Madeira, ehrlich? Ich hab mitbekommen, dass Lowy da irgendwann hingezogen ist. Da ist auch so eine GTA-IP-Tante, sag ich mal. Newton Sensei, was geht? Hast du es, deine Füße in den Kopf zu legen? Aber ohne Kopfhörer, Digga, die machen es auf jeden Fall schwerer, aber wait a second.
Nee. Vergiss es. Gar keine Chance. Auf jeden Fall nicht. Ich kann meinen großen Zeh in den Mund nehmen, das weiß ich. Das kriege ich hin. Aber dann hört doch auf. Das ist ein bisschen eklig übrigens. ja. So, hätten wir es auch geklärt. Alter, jetzt habe ich den Rücken verrenkt. Ah, oh, fuck. Sehr schön. Nee, kann ich nicht. Samsung Galaxy S10 5G. Ach du Scheiße. Mit 6 Kameras. Mit 1200 Euro. Die haben so einen an der Ralla, Alter. Die haben so... Das ist so bescheuert. Hallo Sarah. Alexandra. Einen wunderschönen guten Abend. Moin. Hello. Wie geht's dir? Ich habe übrigens noch keine Gummibärchen gekauft. Hat das wohl jemand ausprobiert? Ja, eventuell. Da kommt man hier her und dann direkt sowas. Das geht Kravis. Wunderschönen guten Abend. Freut mich übrigens, dass ihr alle noch am Start seid, Leute. Ich bin very hyped. Aber, Alter, mir ist so warm. Oh, mir ist so fucking warm. Wie kann einem Menschen so warm sein? Es ist wirklich warm. Es ist wirklich einfach, also... Hier und hier drin ist es kühler als draußen. Das ist der Punkt. Wie warm ist es dann bitte draußen? Ach ja, 33 Grad. Aber da, also ich finde alles über 3... Also, so wie heute Mittag 38 Grad. Bro, das ist Wüste. 40 Grad, bro, das ist viel zu krass. Nein, der Klimawandel ist Schwachsinn. Den gibt's gar nicht. 40 Grad ist einfach zu viel, Mann. Ach, boah, es ist so viel passiert in der letzten Zeit, Mann. Moment. Ein anonymer Geschenkgeber. Wann kommt die E-Mail? Ah, es ist so lustig. Man kann halt anhand der E-Mail immer sehen, wer es war. Und ich kann es mir jetzt schon wissen. Also, wie auch immer, Boom Booster, herzlich willkommen und vielen Dank an den anonymen Geschenkgeber, der Schlaue, für die Nettigkeit, die du besitzt, diesen wundervollen Sub zu verschenken. Vielen Dank an dich und Boom Booster, ganz viel Spaß mit dem Sub, Mate. Herzlich willkommen. Wie ist es an dir? Was noch keine Gummibärchen gekauft? Das kann es nicht gut ausgehen. Eventuell könnte das kritisch werden. Vielleicht mache ich das aber auch einfach erst auf dem Weg zu dir. Mal gucken. Und Kohab ist auch noch. Ja, Leute. Subchat Inc. Man kennt ihn. Subchat fucking Inc. Wir sind wieder bei 34 Subs, Leute. Vielen Dank, Mate. Und Kohabis, herzlich willkommen. Viel Spaß mit dem Sub. Herzlich willkommen. Vielen Dank. An den anonymen Geschenkgeber. Bro, dieses Wort ist so weird, ne? Subgifter. Wie heißt das auf Englisch? Anonymous Subgifter. Gifter. Die Gifter. Man kennt ihn. Oh, Bro. Ich kann nicht noch mehr denken. Ich hab mir gedacht, wir zocken heute mal wieder eine Runde, was? Pascal ist aber leider auf einem Geburtstag, beziehungsweise dachte auch, also pass auf, ich hab Pascal gefragt, ob wir mal wieder eine Runde Division zocken. Haben wir ja lange nicht mehr, ne? Ich frag so, ja, was geht, heute Abend mal wieder eine Runde Division. Er so, bist du verrückt, bei den Temperaturen den PC anzumachen? Noch mehr Sauna. Und ich so, haha, hier ist kälter, hier drin ist kälter als draußen, also nicht. Also wir haben 37 Grad, fucking 37 Grad, bin ich auf einem Geburtstag. Und dann so bla bla, ob ich gut angekommen bin und so. Aber so, ja okay, er hat recht. Er hat einfach fucking recht. Ich hab mir was zu essen, geholt. Hab ich was verpasst? Nee, außer dass du gerade 2 Subs gegiftet hast, nicht. Scheiß Lügner, Alter. Dem Typen ist die Nase gerade so viel länger geworden. Solange sie vegetarisch sind, ist alles gut, okay. Ich glaube, das muss ich mir auch aufschreiben, sonst kaufe ich einfach Haribos oder so, das ist keine gute Idee. Hey, Anni, einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen. Na? Alles gut bei dir? Schön, dass du da bist, hey. Ich habe 14 Minuten von Dänemark entfernt, ah, krass. Ist da oben auch so warm? Ja, wahrscheinlich schon, ne?
Ja, du hast eben gesagt, ja doch, ja, 40 Grad. Ach nee, das war Niro mit 40 Grad. Ich habe momentan 17. Ja, okay, das geht. Bei mir ist auch alles gut, außer dass ich gerade komplett am Hasseln bin mit meiner frickin' fucking Wohnung. Und einfach, Alter, das ist so stressig. Es ist so stressig. Ich muss halt noch ein paar Mal heulen, okay? Ihr hört heute noch ganz viel Mi, aber es ist fucking stressig. Oh Mann, Alter. Ist auch warm, heute über 30 Grad. Heute, hier waren es 38. Ja. Aber ich bin jetzt so langsam, kehrt so ein bisschen Ruhe ein. Heute habe ich mich noch ein bisschen mit meiner Küche rumgeärgert. Das ist noch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man den fucking Abschluss, den Abfluss an die Spüle montiert, weil da ist nur so ein Loch und nichts, um das da festzumachen. So, das ist ein bisschen weird. Und mein Siphon, was ich mir gestern bestellt habe, warum auch immer, anstatt einfach in den fucking Baumarkt zu fahren, ist leider heute noch nicht angekommen. Deswegen fehlen noch so ein, zwei Sachen. Aber die Schränke stehen schon mal. Ach so, und was auch noch mega kacke ist, meine neue Spülmaschine hat vorne unten so ein rotes kleines Rädchen, das man so drehen muss. Aber das ist kein so Rädchen wie so eine Daumenschraube, sondern das ist wie so ein Bit. Wisst ihr, also das ist wie das Gegenstück von so einem Bit für einen Akkuschrauber. So ein Sechskant oder so, I don't know. Aber innen drin so eingelassen, sodass man da auch auf keinen Fall drankommt. Und da passt keine Zange rein. Und ich habe keinen so ein, wie nennt man das, so einen Schraubenschlüssel, der klein genug ist. Das ist richtig nervig. Ich komme auf jeden Fall nicht dran. Ich weiß gerade nicht, wie ich meine Spülmaschine hochstellen soll, aber ja, ich werde mir irgendwas einfallen lassen. Keine Ahnung. Also hast du das jetzt vielleicht auch schon spätestens in einer Minute, hast du es wieder vergessen. Was? Worum ging's? Okay. Ja, ist ja gut. Ich schreib's mir auf. Oh Gott. Oh, boah, so warm. Was wollte ich? Achso, ja. Das aufschreiben. Pappe regelt, Digga. Willst du so viel mit Pappe und. Obwohl, warte mal. Soll ich euch mal kurz was. Ah, nee, das geht nicht. Alter, da hinten liegt ein Pappestapel, der über die Fensterbank ragt. Und das ist nicht so ein Stapelchen, sondern der ist wie gesagt so hoch und halt die komplette Fensterbreite und so, das ist so ein fucking Schrank aus Pappe. Das ist so steady. Das ist so viel. Das ist das ganze scheiß Verpackungsmaterial. Ich hab's mir immer noch nicht aufgeschrieben übrigens. Aber ich kann jetzt hier meine Baumarktnotiz wegmachen, weil das habe ich alles gekauft. Obwohl, ich habe noch kein Bügeleisen gekauft. Sarah. Vegetarische Gummibärchen. So, speichern. Okay, let's go. So geht's nicht weiter mit dir. Ja, das ist schlimm, ne? Sprachenlern-Bubble? Was? Gibt's einen Grund, warum Berlin? Yes, sir. It's Case King. Case King ist eine wunderschöne Firma. Und Case King, ich hab so Bock. Ohne Witz, und das ist der Grund, warum ich nach Berlin gezogen bin. Ich freue mich hart darauf, nächste Woche arbeiten zu gehen. Ich hab so ultra Bock. Und das ist der Grund, warum sich das hier alles lohnt. Weil ich richtig Bock hab, nächste Woche arbeiten zu gehen. And that's the point. Du bist Vegetarier geworden? Ich nicht, nee. Sarah ist Vegetarierin. Ich bin so ein bisschen, ich hab tatsächlich öfter schon mal mit dem Gedanken gespielt, aber nee, nicht wirklich. Unbefristet, tatsächlich, ja. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Das ist eine ziemlich gute E-Mail gewesen. Ein Punkt mehr Richtung Roomtour. Ja, das. Jo, Fleisch. Geil. Nee, das war auch so bescheuert mit der Küche, ne? Ich habe mir die Küche bestellt bei einem Möbelhaus, nicht im Schwedischen, weil die sind fucking teuer, was Küchen angeht. Wusste ich tatsächlich nicht, aber die sind echt teuer. Und ich habe bei einem anderen Möbelhaus die Küche bestellt, online. Und wird die nämlich geliefert, kostenlos. Das war ziemlich geil. Nur nicht aufgebaut, leider. Aber die haben die mit zwei Speditionen geliefert. Einmal mit DPD und einmal mit Hermes. Und Hermes hat zwei Tage länger gebraucht als DPD, warum auch immer. Auf jeden Fall kam heute erst der zweite Teil meiner Küche. Das war so ein bisschen shitty hier, deswegen konnte ich heute erst meine Küche fertig aufbauen. Und bin halt noch nicht ganz fertig geworden. Naja. Ich mag nur keine Gelatine. Oh. Okay, nevermind.
I'm sorry, ich habe nichts gesagt. Okay. Ist wunderbar, wenn alles geklappt hat. Ja, soweit bis jetzt, ja. Es ist halt noch sehr viel einräumen. Und sehr viele von den Kartons, die ich noch einräumen muss, sind halt Küchensachen. Und die kann ich, oder will ich erst richtig einräumen, wenn halt auch alles richtig fertig ist. Also die Hängeschränke hängen schon, die sind schon komplett done. Die sind auch schon justiert und so. Die sind komplett, oh, die sind auch mega nice. Hätte ich nicht gedacht. Aber die sind echt gut. Da habe ich jetzt heute schon so ein bisschen Vorräte, so Aufpackbrötchen und Stuff reingetan und so. Aber ansonsten steht hier gerade noch mega viel rum, was in den Keller muss. Aber teilweise ist das auch Werkzeug und so. Und das kann ich halt erst in den Keller bringen, wenn hier alles aufgebaut ist. So, ich muss hier noch irgendwie eine Lampe anbringen und in der Küche, wie gesagt, noch das alles einbauen und so. Also es ist einfach nur so viel Kleinkram. Da muss ich mich noch irgendwie ummelden, das muss ich morgen mal machen und so. Ah, das ist alles so scheiße einfach, was halt so gemacht werden muss. Und das würde ich alles gerne vor nächster Woche fertig haben, weil dann müsste ich halt arbeiten und dann wäre cool, wenn ich dann nicht irgendwie morgens noch so vor der Arbeit kurz zum Amt muss, um mich umzumelden oder so ein Shit. Naja, deswegen. Ja, aber CaseKing nochmal ganz kurz. CaseKing ist eine sehr, sehr geile Firma, die so Systemintegration und sowas machen. Also PCs bauen und die verkaufen und auch Hardware einzeln verkaufen und vertreiben und übertakten und alles Mögliche, also ganz, ganz viel so Custom-Kram. Ich erkläre das immer so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob man sich darunter was vorstellen kann, aber ich erkläre das immer so ein bisschen wie so eine, bei Autos gibt es ja auch so normale Werkstätten und normale Autohäuser, wo man ein normales Auto einfach kaufen kann. Und dann gibt es so Tuning-Werkstätten wie JP Performance oder sowas, ja, die so Custom was halt an Autos machen. Und das ist CaseKing so ein bisschen für PCs. Also du kannst halt auch normal in den Laden gehen und dir so ein HP-Fertig-PC kaufen oder Dell oder was auch immer. Oder Fujitsu. Alter. Digga. USB-Ventilator. Bruder, den kaufe ich mir nächste Woche direkt, wenn ich da bin. Alter, nice. Und es gibt halt sowas wie CaseKing, die halt dir das komplett fertig alles konfigurieren, so einrichten, wie du es haben willst, mit jeder einzelnen Sache übertaktet und so, wie du es haben willst und bla bla bla. Und komplett auf Kundenwunsch und so. Das ist halt das CaseKing so ein bisschen. Willst du auch einen Rabattcode bekommen? Du meinst für den Stream? Da muss man mal drüber reden oder muss man mal mit denen drüber quatschen. Jetzt erstmal fange ich nochmal an und werde halt ganz viel an Toms Seite arbeiten. Also Tom ist halt Tom, der ja ganz viel die ganzen Hardtubing-Sachen und Custom-Wasserkühlung und so bei CaseKing macht. Die, alles, was so ein bisschen, ich sag mal, krasser ist. Hallo Simon, was geht? Moin. Ist schön, dass Sie da sind. Und ja, ich werde ganz viel an Toms Seite arbeiten und halt viel mit ihm so Video-Stuff machen und so. Ob ich dann da selber drin zu sehen sein werde, weiß ich selber noch gar nicht genau. Kann sein, muss aber nicht. Aber Tom werdet ihr auf jeden Fall wieder mehr sehen in nächster Zeit auf CaseKing TV. Ja. Genau, welchen Bereichen? Jetzt am Anfang erstmal, wie gesagt, ganz viel an Toms Seite. Also ich werde Tom halt viel zuarbeiten, sage ich mal so ein bisschen. Also ich bin so ein bisschen sein Assistent. Und wir werden halt ganz viel zusammen... Also zuarbeiten ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber wir werden viel zusammen Projekte jetzt umsetzen. Und jetzt halt erstmal ganz viel Video-Stuff machen. Und dann, wenn es irgendwann so ein bisschen, wenn da wieder so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist und so, dann wird es auch dahin übergehen, dass ich wahrscheinlich wieder mehr mit in die SI komme. Aber da muss man mal gucken. Also Systemintegration ist dann PCs zusammenbauen und halt das, was Tom auch so, ich sag mal, mainmäßig mitmacht, ist halt, wie gesagt, diese krasseren Custom-PCs zu bauen und so. PC zusammenbauen, ja, wie gesagt, jetzt erstmal nicht so viel, aber dann wahrscheinlich später auch, ja, also vielleicht, also ich sag mal, ich werde nie wahrscheinlich dieser Typ, die haben halt auch Dudes da, die halt einfach den ganzen Tag von morgen bis abends nur PCs zusammenbauen, das wird halt nicht mein Job sein. Wenn ich so einen PC baue, dann halt eher wahrscheinlich dann irgendwann mal in Zukunft mit Tom zusammen erstmal irgendwas, was halt ein größeres, krasseres Projekt dann ist. Also ich werde halt eigentlich immer mit Tom jetzt arbeiten, das ist halt erstmal so der Plan. Ich werde eigentlich das machen, was Tom macht, halt mit ihm jetzt zusammen. Das ist eigentlich so das. Ja. Wer ist Tom? Ich kann Tom mal zeigen, glaube ich. Ich glaube, ich zeige euch Tom mal. Die Höllenmaschine kennt ihr alle, oder? Höllenmaschine ist das Projekt von PC Welt, was jedes Jahr stattfindet, wo sie immer so den krassesten PC versuchen zu bauen. Und den baut eigentlich Tom immer. Und Roman Hartung, also der Bauer, übertaktet den dann eigentlich immer. Und Tom ist immer derjenige, der das ganze Hardtubing-Wörter macht und das. So, hier. Übertakten der CPU, da hat Roman, glaube ich, keine Zeit gehabt.
Und deswegen hat Tom das dann gemacht, der kann das nämlich auch. Genau, da sieht man gleich Tom, der war auf jeden Fall zumindest auf dem Thumbnail. Ist er einen PC bestellt, kann man sagen, dass du den bauen sollst? Nee, tatsächlich leider nicht. Das kannst du vielleicht mit reinschreiben, aber ist halt die Frage, ob das dann passiert. So, das ist Case King, das ist nicht Case King, das ist PC Welt und das ist Michi. Mit Peltier-Element. Bei dem Vorabtest hatten wir 230 Punkte, jetzt sind wir knapp drunter. Klar, wir haben auch 100 MHz. So, die haben da irgendwas übertaktet. Aber jetzt kommt erstmal, das ist übrigens so lustig. Ganz kurzer Funfact. Hier ist ja irgendwie so Werbung für Berliner Bier irgendwas, ne? Bevor ich hierher gezogen bin, habe ich nie diese Werbung bekommen. Ich kannte die nicht. Ich bin hierher gezogen, habe gestern Internet bekommen. Oder das Internet wurde gestern freigeschaltet. Und ich habe den PC angemacht und auf YouTube gegangen. Die erste Werbung, die ich bekommen habe, ist die. So, what the fuck, Alter? Trackt ihr meine IP-Adresse oder was geht ab? Das ist schon ein bisschen funny. Dieser Moment verdient ein Jubi. So. Tatsächlich. Genau, also das hier ist Tom, der rechte Dude. Und der arbeitet, wie man sieht, bei Case King. Das ist die beste. Und der hat unter anderem auch diesen PC gebaut. Von allen. Den besten Übertaktfahrer. Das AVX setzen wir auf 3 bei dem 8700K. Sehr intensiv belastet die CPU. Ah, genau, das war der Umbau von der Höllenmaschine. Die haben ja letztes Jahr 2 Höllenmaschinen gemacht. Eine quasi Creative-Höllenmaschine, eine Workstation, sag ich mal. Und das hier war die Gaming-Höllenmaschine. Und da war halt ein 8700K drin, der sehr, sehr krass übertaktbar war. Und zwei 2080 Ti's, wenn ich mich richtig erinnere. Rumeiern. Genau. Können so. Wir ja mit dem Board auch machen, weil wir haben eine gute Spannungsversorgung, ne? Ja, das Godlike hat auf jeden Fall eine sehr gute Spannungsversorgung, ist auch gut gekriegt. Anonym hat 5 Euro gepaid. Vielen Dank. Ich bin nicht der Schlaue, sondern Jens und ich habe die 2 Subs gegiftet. LOL. Jens. Okay, dann sollte ich vielleicht mit meinen Vorurteilen, bisher also ganz kurze Hintergrundstory, weil ich das eben immer gesagt habe. Also entweder bist du der Schlau und du verarschst mich gerade, weil ich hatte noch nie einen anderen anonymen Subgifter oder anonymen Spender, der anderen, also nie jemand anderen als der Schlaue. Deswegen gehe ich immer davon aus, dass es der Schlaue. Aber vielleicht sollte ich davon runterkommen. Wenn du wirklich nicht der Schlaue bist, dann tut's mir leid. Jens, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für die 2 Subs und die 5 Euro und Überweisungsgebühren. Falls du trotzdem der Schlaue bist, dann fick dich. Ja. Danke. Also, ganz kurz zurück zum Thema. Das ist Tom. Tom ist auf jeden Fall sehr, sehr korrekt. Und Tom und kann vor allem sehr, sehr gut PCs bauen. Und sehr, sehr ordentlich. Ist da fucking kreativ, was das angeht. Und hat tatsächlich ziemlich viel Ahnung von dem, was er da tut und macht das alles ziemlich, ziemlich gut und ziemlich gewissenhaft. Übertakt und so. Super geeignet, das ja. So, dann da zeigt er jetzt halt irgendwas von Overclocking, bla bla bla. Ja. Direkt assi geworden, seitdem du bei dem wohnst. Mein Name ist Philipp und wie dieser Laptop mit Intels neu entwickelter Low-Power-Display-Technologie mich durch meinen kompletten Fortschritt begleitet, erfahrt ihr in diesem Video. Bis dahin. Das ist richtig. Habt ihr das mitbekommen? Warte mal, das war ja gerade Philipp Dorset, ne? Der alte Cutter von Dena. Und Philipp Dorset hat irgendeinen Werbedeal mit Intel. Und Intel hat einen Tweet von Philipp Dorset gesponsert, der jetzt die ganze Zeit auf Twitter durch komplett viral gegangen ist. Deswegen, das ist. Alter, der hat da auch irgendeinen krassen Deal an Land gezogen, auf jeden Fall. Naja, wie dem auch sei. Also, hier ist auf jeden Fall, wie gesagt, das ist halt Tom. So, Tom ist halt ein Dude. Und also, ihr werdet den auf jeden Fall, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr mal direkt auf Case King TV gehen. Und da gibt es nämlich ein relativ neues Video from und mit Tom. Und zwar das hier. Und das ist richtig breit. Warte mal, stopp. Ich glaube, du hast nicht verstanden, was richtig breit bedeutet. Das Video ist ein bisschen lustig. Es ist auf jeden Fall ein gesponsertes Video von diesem Monitor und ja, also da haben sie jetzt gerade versucht, bildlich zu veranschaulichen, dass das ein Breitbildmonitor ist. Wie oft hat Jo in den letzten 5 Minuten Tom gesagt? Keine Ahnung, es geht halt gerade um den Dude. Aber wahrscheinlich so circa 30 bis 40, vielleicht auch 100 oder 200.000 Mal. Man weiß es nicht.
Ja, so. Genau. Das ist übrigens sehr, sehr lustig, weil ganz kurz, da wo er da gerade auf dieser Wiese sitzt, das ist halt gegenüber von Case King. Aber beziehungsweise da an diesem, am Ufer. Wo Tom gerade sitzt. Ne, Knia. So. Wir können übrigens mal wieder Mucke anmachen, fällt mir gerade auf. So, ja, also, eventuell, das weiß ich noch nicht. Ich verstehe nicht. Keine Ahnung. Quatsch. Danke. Das weiß ich halt noch nicht, inwieweit ich da tatsächlich mit eingeplant bin oder was sie mir da zutrauen oder was auch immer. Ich kann euch so viel sagen, ich werde an den kommenden Videos mitwirken. Ob ich zu sehen sein werde, weiß ich halt nicht. Aber ich werde auf jeden Fall dran mitwirken. Und das ist so der Plan jetzt für jetzt erstmal. Ja, genau. Ja, also die haben hier auf jeden Fall auch relativ viel Gamescom-Stuff und so letztes Jahr gemacht und so. Also hier kann man, wenn man Hardware interessiert ist und so, dann kann man auf jeden Fall mal da rein gucken. Jetzt bist du mir unsympathisch. Ja, aber ich bin doch gar nicht unsympathisch, TV. So, das wollte ich euch eigentlich alles gar nicht zeigen, aber okay. Ja, also, das ist so ein bisschen meine Future. Meine Future für morgen ist, wie gesagt, mich umzumelden, mir mal ein bisschen aufzuräumen. Ich muss einfach voll viel Kram aus dem Keller hochholen und noch runterbringen wieder in den Keller und so. Da ist noch übel viel zu tun. Ich muss hier noch ein paar Kabel ziehen und die PlayStation noch anschließen und mein Logo aufhängen und ach, keine Ahnung, aufräumen. Alles so scheiße. Hat jemand Bock, morgen vorbeizukommen, das mit mir zu machen? Nicht? Das ist ja komisch. So, Steam Summer Sale hat auch angefangen. Leute, ich habe so viel nicht mitbekommen. Hier, ehrlich, ja, komm her. Wenn ich könnte, würde ich... Boah, Anni, das wäre mega. Boah, ey, mach mal. Ich zahle dir auch die Fahrt. Oh, es ist so warm. Warum ist es denn so warm? Wenn ich in Sachsen wohnen würde, muss leider arbeiten. Boah, Sarah, du kannst einfach am Samstag vorher hierher kommen. Das ist sowieso der Plan. Oh Gott. Oh Gott. Warum? Es wird gerade immer wärmer. Sag mal. Ah, ich hab die Hitzequelle gefunden. Sie steht unter meinem Schreibtisch. Frag doch die Sonne. Ja, die hat gerade sowieso zu viel Energy. Die Sonne ist gerade auch so ein bisschen auf Steroiden, glaube ich, ne? Dass sie nicht mehr so strahlt. Ey, das wäre schon die Hilfe des Jahrtausends. AfD? Was ist wieso AfD? Weil die AfD so hobbylos ist und nichts Besseres zu tun hat? Stimmt, könnt ihr eigentlich auch hier kommen und mir helfen. Könnte ich ja. Ach so, Zitat. Ah ja. Du meinst die Frau, wie heißt sie nochmal? Die Drogenbeauftragte von der CDU ist das übrigens. Ist das selber zu sein? Abgehoben, das Film. Hey, also, ich meine. Also. Das Problem bei dir ist ja, Schlaue, jetzt räumen wir das Pferd mal von hinten auf. Du hast mir immer schon so viel Geld gegeben, ne? Wenn ich dir jetzt was bezahlen würde, wären die einzigen, die von diesen ganzen Transaktionen profitieren würden, wäre Twitch. Und das wäre nicht sinnvoll. Deswegen bleiben wir lieber dabei, dass du das selber bezahlst, weil dann habe ich wenigstens auch noch was davon. Oh Gott, ist das schlecht. Okay, nevermind, wir lassen das einfach. Wir lassen das einfach. Ach ja, also übrigens, was richtig weird ist, wenn man aus Darmstadt kommt, was halt einfach keine so mega große Stadt ist. Was ist das für ein Fleck an der Wand? Welchen Fleck? Zeig den Paragraphen, mir geht's super. Meinst du den Schatten von meinem Kopf? Aber das ist mein gutes Recht. Mir geht's, ich hab gar nicht viel Geld bei dir. Nein! Nein! Nein!
Niemals. Mm-mm. Quatsch. Wie kommst du denn darauf? Also, pff, viel Geld. Was ich übrigens sagen wollte, jetzt habe ich es wieder. Ich habe den Faden wieder gefunden. Ah, da ist er. Der Faden, man kennt ihn. Ich hab tatsächlich noch nicht so viel gesehen von Berlin. Ich habe hier so den nächsten, ich sag mal, Kilometer oder so. Ich war jetzt halt auch erst so viel in meiner Wohnung und habe einfach nicht viel gemacht und so. Aber ich war halt noch nicht irgendwie jetzt in der Innenstadt oder am Brandenburger Tor oder was man halt so macht, wenn man irgendwie Berliner Touri ist oder so. Und vor allem habe ich die ganzen Zusammenhänge noch gar nicht. Also ich kenne halt so ein paar einzelne Flecken ja schon von vorher in Berlin. Ich war jetzt zum Beispiel schon mal bei Kelsking oder ich war schon mal am Brandenburger Tor und so. Aber so diese Wege, das sind für mich, kennt ihr das? Das sind alles noch so einzelne Orte. Das ist halt noch nicht so ein Gesamtnetz Berlin. Wisst ihr, was ich meine? Und genauso ist jetzt hier gerade so meine nähere Umgebung noch so ein Ort. Und ich glaube, das kommt dann noch erst so in Zukunft, so dieser ganze Weg zur Arbeit und generell hier so Spandau, keine Ahnung, das ist übrigens fucking riesig. Spandau ist echt groß, es könnte eine eigene Stadt sein, so. Graue Wände, die Gebäude hier sind lyrisch, wie ich bin, nämlich das häusliche Gewalt. Aber ich habe keine Ahnung, ich bin heute Ewigkeiten durch Spandau gefahren, zweimal zu zwei verschiedenen Baumärkten. Und ich habe keine Ahnung, ich habe echt keine Ahnung, weil du merkst ja halt auch nicht so diese ganzen Nebenstraßen, so das wird jetzt halt wahrscheinlich mit der Zeit immer mehr. Aber, momentan. Was ich gesehen habe, der Bus, der da vorne so ein paar hundert Meter weiter fährt, in der Haltestelle, fährt alle 5 Minuten. Das ist ziemlich geil. Also Infrastruktur, was hier so, Öffis angeht und so, ist auf jeden Fall nice. Und von da vorne, wie gesagt, der Bus, bis ich an der nächsten Haltestelle bei Kelsking bin, das ist die Jungfernheide, heißt es, glaube ich, dauert 25 Minuten. Also ist auch relativ schnell, oder 24. Muss ich halt nochmal eine Viertelstunde laufen zu Kelsking. Also ich bin so eine gute halbe Stunde unterwegs. Sagen wir mal eine Dreiviertelstunde noch mit Laufen zur Bushaltestelle und bla und so. Aber an sich bin ich jetzt nicht so mega lange zur Arbeit unterwegs. Das geht auf jeden Fall. Nochmal Kassensturz. Ich will gar nicht wissen, was ich an Geld jetzt in diesem Umzug auf jeden Fall verballert habe. Ansonsten, was, wenn es um dich geht. Boah, es gibt mega viele Sterne so. Yo. Es lädt. Sagen wir mal so. Es lädt. Das könnte auch ein bisschen dauern, bis er das alles hat. Aber. Boah, keine Ahnung, Mann. Wisst ihr, was auch ein Problem ist? Ich habe meinen Wasserdings noch nicht wieder angeschlossen. Mein Wasserfilter. Das kann ich auch erst dann, wenn alles wieder richtig hängt und sitzt und so. Und ich meine fucking Spüle aufgebaut habe. Das ist richtig weird. Also, du bist laut dem hier zumindest gerade im 24. Monat. Oh krass, Grono hat seinen Sub ablaufen lassen, kann das sein? Weiß ich gar nicht. Der war auf jeden Fall im 19. Oder ist der noch Sub? Ich weiß gar nicht. Egal, du hast auf jeden Fall 24 Monate selber gesubbt. Dann hast du 78 Subs gegiftet. Du hast 612 Bits gecheert. Und du hast 225,49 € donated. Willst du mal zusammenrechnen? Konsequenzen, die gar keine sind. Also ist auf jeden Fall ziemlich viel. Ich habe übrigens, wo wir hier gerade an meine Kanto-Ride hören, ich habe mir gestern ein paar Konzerte und vor allem Festivalauftritte angehört und so von Erzrock am Ring und dann bin ich irgendwie auf Hurricane auch gekommen und der war da halt dieses Jahr. Und der ist live tatsächlich ziemlich geil. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das ist so ein typischer Albenmusiker, aber der ist live echt geil. Achso, Anonym bekommen auch noch dazu, ne? Ja, Anonymous Gifter sind 20 Gegiftete. Stimmt, die gibt's auch noch. Gut, aber das sind alle anonymen Gifter, aber ich glaube, ich hatte noch niemand anderen. Außer diesen komischen Jens von heute. Mir selber fremd geworden bin.
Boah, mega gerne, Sarah. Sag mal Bescheid. Ich wurde heute schon angeschrieben, ob ich nicht mit ins Schwimmbad kommen will und so. Hätte ich sofort gemacht, wenn ich nicht gerade mitten im Küchenstress gewesen wäre. Ich glaube, ich brauche jetzt noch so, die Woche brauche ich noch zum Ankommen so ein bisschen. Nein, habe ich doch eben schon gesagt. Man kann sich halt nicht sicher sein, aber natürlich nicht. Was wollte ich sagen? Also die Woche brauche ich, glaube ich, noch so ein bisschen hier zum Fertigmachen und ich muss mir irgendwas morgen mit diesem scheiß Abfluss da einfallen lassen. Und ich hoffe, dass morgen dieses fucking Siphon kommt, weil sonst hätte ich mir auch einfach für heute eins im Baumarkt kaufen können. Ich stand echt davor und habe gedacht, so nehme ich das jetzt einfach mit und schicke das von Amazon wieder zurück. Aber dann hätte ich nochmal wieder irgendwas zur Post bringen müssen und so habe ich auch gedacht, komm, fuck it. Ab September geht die Saison wieder los. Ja, siehste. Dann haben wir doch was vor dem September. Sehr geil. Sehr, sehr cool. Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt erstmal froh, wenn das hier alles so ein bisschen... Ich habe heute schon mal so meinen Kleiderschrank eingeräumt. Das waren schon mal irgendwie 3-4 Kartons und Koffer und so. Hier ist noch dieser Riesenstapel mit Monitor-Kartons und von dem Channel-Strip und bla. Kartons, also für so Boxen und Umverpackungen und so habe ich noch... Das muss halt einfach alles in den scheiß Keller. Das muss ich einfach mal runterbringen. Dann ist hier schon deutlich weniger Chaos. Aber es gibt auch Sachen, wo ich noch nicht weiß, wo ich die hinpacken werde. Was mich zum Beispiel mega triggert, ist meine Anlage. Steht gerade da hinten auf der Anrichte von dem Fernseher oben drauf. Das ist so ein Teil, was man so an die Wand hängt und das sieht dann wie so schwebend aus. Das ist ziemlich geil. Eigentlich hatte ich mir überlegt, den Verstärker unten reinzustellen. Das passt auch von der Breite und so habe ich mir das alles überlegt. Das Einzige, wo ich nicht dran gedacht habe, ist, dass das ja mit Kabeln tiefer ist, das Ding an sich, als ohne Kabel. So, wisst ihr, also wenn ihr Kabel irgendwo dran steckt, dann braucht das Kabel ja auch so ein bisschen was an Platz zum Existieren. So, wisst ihr, was ich meine? So, und das ist das Problem. Das ist actually das Problem, dass das da nicht reinpasst. Weil das dann zu tief wird. Ich habe überlegt, die Rückwand rauszumachen, aber keine Ahnung. Oder ich stelle es einfach oben drauf. Mal sehen. Keine Ahnung. Also das sind so Sachen. Ich weiß noch nicht, wo ich meine Koffer hin tue. Ob ich die auch in den Keller tue oder... I don't know. Meine Klappmatratze passt nicht mehr oben auf meinen Kleiderschrank drauf, wie in Darmstadt, weil der fucking Kleiderschrank 2,40 Meter hoch ist. Bro. Also kannst du noch ganz entspannt deine Wohnung herräumen. Naja, ja, mehr oder weniger. Aber das Ding ist... Also bis September, ja, das sowieso. Aber... Bis nächste Woche ist halt ein bisschen stressig, weil das sind jetzt nur noch 4 Tage, so doof das klingt. Aber 4 Tage ist halt, also jetzt quasi Halbzeit von der Woche, die ich jetzt, obwohl doch, das sollte klappen. Das sollte wahrscheinlich tatsächlich ganz gut klappen. Also wenn ich morgen, sag ich mal, ich habe mir ja eigentlich vorgenommen, heute die Küche fertig zu bekommen. Aber ich denke mal, morgen bekomme ich sie wahrscheinlich wirklich fertig. Ich muss mir halt irgendwas überlegen, wie ich die scheiß Spülmaschine hochschraube und B, wie ich den Abfluss an die Spüle montiert bekomme. Und dann muss morgen noch der Siphon geliefert werden und dann war es das eigentlich. Dann dürfte der Rest ist eigentlich dann kein Ding mehr. Dann kann ich morgen meine Spülmaschine das erste Mal so durchlaufen lassen und so. Also es sollte alles kein Thema sein. Dann, ja wie gesagt, so Kleinkram noch. Ich muss das Logo aufhängen, die Lampen im Flur und hier und in der Küche muss ich noch aufhängen. Ja, es ist halt alles noch so Scheißkram. Aber... Ja, und halt einräumen. Ein- und umräumen. Kleiderschrank ist jetzt, wie gesagt, soweit eingeräumt. Im Bad muss ich noch was einräumen, den Spiegelschrank und den Unterschrank vom Waschbecken und so. Ja. Also, wie gesagt, noch so Kram noch. Aber ansonsten läuft's. Ich brauche gar nicht lange nach Berlin. Nee, von dir aus dürfte das, weiß nicht, so 2-3 Stunden, ne? Ist, glaube ich, nicht so weit. Also, es geht tatsächlich. Wisst ihr, was auch richtig RIP ist? Meine Haare. Durch den fucking Schweiß. Ich dusche jetzt gerade 2-mal am Tag. Einmal mit Haare waschen und abends nochmal so vorm ins Bett gehen meistens kurz ab, weil sonst kann ich nicht schlafen. Und das ist übrigens auch mega nice an dieser Wohnung. Ich kann mit offenem Fenster schlafen, weil es draußen fucking mucksmäuschen still ist. Und einfach richtig kühl. Und ich im ersten Stock wohne, deswegen kann mir keiner irgendwo reinsteigen oder so. Das ist insane. 4 Stunden 30? Lol, okay. Das ist doch mehr, als ich gedacht habe. Na ja, gut, aber 4 Stunden 30 ist ja schon ein bisschen, ne? Da ist schon ganz schön weit eigentlich. Also ist jetzt nicht
mega krass weit. Das ist jetzt nicht so weit wie aus München hierher, aber schon weit. Es ist schon ein bisschen weiter. So, Kinder, ich glaube, wir zocken noch mal eine Runde was, oder? Habt ihr Bock? Kaleidoskop, was ist das denn? Man, das Lied ist geil, aber... Okay, Moment. Genau. Ich habe nämlich tatsächlich neulich auch schon ein bisschen Forza weitergezockt, als ich meinen PC aufgebaut habe und mir dachte so, hey, cool, lass mal eine Runde Forza daddeln. Und ja, deswegen daddeln wir jetzt einfach ein bisschen weiter. Wir haben einen Bugatti Chiron inzwischen. Ja, keine Ahnung. RTS immer noch, ne? Achtung, laut. Sorry. So, gibt's das auch in ein bisschen leiser vielleicht? Das ist immer so laut, ich weiß gar nicht wieso. Wieso ist das denn immer so laut? Ah, schon krass. Wir haben übrigens 4 Millionen Credits inzwischen verdient, das ist ganz schön viel. Genau. Was wir so automäßig sind wir inzwischen auch ganz gut unterwegs. Wir haben den GT2 RS. Den 27S, den McLaren und den Bugatti Chiron. Ah, schon ziemlich geil. Und halt noch so irgendwie mega viel Kleinkram. Ich habe auch noch irgendwie so einen Lamborghini, ich glaube Huracan oder irgendwas. Der ist aber, den bin ich noch nie gefahren, actually. Den habe ich irgendwo mal gezogen, glaube ich. Und mega viel so Autos willkommen aus diesen ganzen Garagen und so, die sammle ich mir mal fleißig ein. Das ist eigentlich ziemlich cool. Du kriegst halt Autos für viel. Wir können ja mal eben ganz kurz gucken. Können wir mal ganz kurz ins Haus, dann können wir uns mal meinen Fuhrpark angucken. Die 300.000 Autos, die ich habe. So, Fuhrpark. Na, wir können mal eben... Arschscheinfunde, genau. Sind nicht zwei. Nee. Ich habe ein bisschen so, der ist jetzt. Anscheinend gehört man kann das beschleunigen, indem man das bezahlt. Der ständig seine Sachen verloren hat. Er fand die Schlüssel zu seinem E-Type nicht mehr. Es sind schon sehr hässliche Autos teilweise dabei, aber der Lotus, das wird ein krasses Auto auf jeden Fall. Okay, die Zylinderkopfdichtung war durch und der Motorblock verzogen, aber jetzt läuft er wieder. Den bin ich schon mal gefahren, Bro. Das ist ein heftiges Auto auf jeden Fall. Und das ist der James Bond. Der Aston Martin, das ist der 1960er, das ist auf jeden Fall auch richtig krass, DB4, ja genau. Alter, den gibt's übrigens auch in der richtigen Bronze Edition, also der sieht dann wirklich aus wie aus dem Film, das ist auch ziemlich heftig. Ja, also hier sieht man halt so, keine Ahnung, teilweise ein bisschen weirde Autos. Ja, also 27S Coupé, McLaren, DB4 hatten wir gerade, Audi TTS. Den RS2 Avant so von 1995, Bro. Warum sollte man den fahren? Den Quattro, das ist auch ein ziemlich geiles Auto. Den M4 bin ich tatsächlich noch nicht gefahren. Könnt mir gleich mal X6, den habe ich letztes Mal bekommen. Das sind so diese übelsten, diese, so, Digga, warum sollte ich einen SUV fahren? Aber, okay, na, Moment. XR, den Chiron. Wunderschönes Auto übrigens. Auch voll getuned inzwischen. Mega, mega nice. Corvette, na, Monte Carlo nochmal Corvette, bla bla bla, irgendwie so Oldtimer, ganz viele. 2005er Ford GT, richtig krasses Auto auch. Den gab es übrigens in Need for Speed Carbon auch, richtig cool. Ford Escort RS Turbo von 1986, bla bla bla, Ford, irgend so ein, keine Ahnung, Honda.
Das ist auf jeden Fall ein krasses Auto. Trailcat, das ist dieser Jeep. Das ist genau der Huracan von 2014. Den bin ich tatsächlich einfach noch nicht gefahren. Den habe ich auch mal irgendwo gezogen. Irgendwelche Geländewagen, bla bla, Mazda MX-5. Fast mein Auto. Fast. Genau, den Cayman GTS. Den bin ich tatsächlich schon mal gefahren in einem Rennen. Der ist aber nicht aufgetunt, weil ich keinen anderen auswählen konnte. Ja, moin. Und der GT2 ist halt... Das ist das Auto von meinem Opa. Den Clio von 1993. Man kennt ihn. Ja, krasses Auto auf jeden Fall. Renault Megane, Und so ein Renntruck, das ist auch krass. Achso, und der Zeno, stimmt, den bin ich auch schon gefahren. Das ist auch ein ziemlich krasses Auto, actually. Der ist auch tatsächlich not bad. Volvo V60, man kennt ihn. Das finde ich halt so geil in diesem Game. Du hast so viele Autos dabei, ein Volkswagen Beetle, also ein Käfer quasi, ne? So viele Autos dabei, die einfach so voll cool sind. Oder Touareg, Bruder. Oder die einfach so auf der Straße rumfahren. Ich fahre jetzt mal diesen Renntruck, den bin ich auch noch nicht gefahren. Mega geil, das Ding eigentlich. Lass mal Licht anmachen. Flup. Boah, sieht schon geil aus, ne? Okay, dann mal. Wir fahren mal eine Runde Renntruck. Bin ich auch noch nicht. Alter, wow. Wie brutal sieht der denn bitte von hinten aus? Junge. Was ist denn das für eine Maschine? Ach, du heilige Kacke. Alter, driften der LKW. Digga, da kommt Feuer aus dem Auspuff. Ach du Scheiße, was ein Ding. Wir haben übrigens gerade null verworfene Fans, also das Internet ist fucking stabil auf jeden Fall. Ich sag mal so, ich habe hier auch ein bisschen mehr Puffer, ich habe 50 Mbit Upload. Das ist ganz schön viel. Also man, sagen wir mal so, man könnte den kompletten Raum hier vollsetzen mit Streamern und das wird immer noch gehen. Aber... Also, Alter, was ist das denn? Der Truck ist auf jeden Fall krank. Ja, moin. Erstmal komplett dagegen geballert. Ich meine, der ist beschleunigungsmäßig jetzt nicht so heftig. Ich meine, das ist auch so ein riesen, keine Ahnung, wie viel Tonnen Monster. Aber, holy shit. Ich meine, dafür, dass das so groß und schwer ist, das Teil, fährt er auf jeden Fall ganz gut. Achso, ja, wir sind übrigens gerade im Winter, wenn man uns schwer erkennen kann. Jo moin, Alter. Oh, der Motor auf der Eis. Wie geil. Wie cool sieht das denn aus? Okay, nevermind. Ja, dann lass mal zu einem Rennen fahren, würde ich sagen. Das da zum Beispiel. Das können wir mit dem Safe nicht fahren, aber mit dem 27S zum Beispiel. Oder mit dem Chiron. Oh, Rams ist auch nicht so seine. Ist auch nicht so sein, sagen wir mal so. Der schiebt halt vorwärts wie nur noch was, aber Kurvenfahrten und Bremsen ist eher kritisch. Eher nicht so. Alter, oh Bro, der kann da andocken, weil er zu hoch ist. Scheiße, Mann. Rechts abbiegen. Ach, rechts, ich dachte links. Fuck! Ja, okay. We got him. Okay, es war jetzt vielleicht nicht ganz so perfekt gefahren, aber nur gemeint. So, wir sind da. Du hast dein Ziel erreicht.
300 Kilometer Bremsweg haben wir hinter uns. Ich wollte eigentlich nicht dann. Na, oh, okay, never mind. Dann fahren wir halt mit dem. Ist auch in Ordnung. Warum auch nicht? Machen wir halt ein LKW-Rennen draus. Ist auch mal eine geile Sache. Dann fahren wenigstens auch alle anderen mit LKW. Ist schon mal ganz geil. No names yet. Man kennt ihn. Alter, man sieht ja gar nichts außer Führerhäuschen. Das ist richtig weird. Ich fahre LKW. Ich wollte gar nicht Euro Truck Simulator spielen eigentlich heute. Weil wir im siebten Gang bei uns 200 rum, ey. Was ist denn das für ein komisches Übersetzungsding? Der hat 8 Gänge, lol. Der hat 9 Gänge. Warum hat er so viele Gänge? Hat er auch 10? Ach du Scheiße, was ein Monster. Aber den hältst du auch echt kaum. Das ist mega heftig. Aber Leute, jetzt mal ganz kurz, weil mich das mal interessiert. Wie findet ihr so den Look? So vom Bild, wenn ihr euch das jetzt vorstellt, dass das Regal hinter mir eingeräumt wäre, links neben mir mein Logo hängen würde und das alles schon so ein bisschen wohnlicher, ein bisschen eingerichteter wäre, als es gerade ist, dann wäre das eigentlich gar nicht so bad, oder? Was sagt ihr? Gott, wie sie. Haben wir den scheiß Stau lang, glaube ich. Was auch mega weird ist, man sieht die Ideallinie nicht wirklich, weil das fucking Führerhaus davor ist. Könnte nett aussehen. Ja. Ja, denke ich auch. Boom, Junge, hier kommt Johannes, lass mich mal vorbei, Digga. So. Wie gesagt, Kurvenfahrt ist vielleicht nicht so sein Spezialgebiet, aber ich bin auf jeden Fall schon krasser LKW-Fahrer geworden hier gerade. Da bin ich ein bisschen weit nach innen gefahren, jetzt holen die anderen wieder auf, das war vielleicht nicht ganz so optimal hier gerade. Ich drücke den Steuerknüppel übrigens volle Kanne nach links, wie gesagt, das ist so ein bisschen kritisch gerade. Ja, aber ich denke auch, das könnte was werden. Ich hoffe, dass das was wird. I can't see anything because of fucking shit. Boom. Alter, was ein Motor, ne? Krank. Aber so von der Perspektive und so finde ich es eigentlich ganz geil. Ich glaube, dass das nice wird. LKW, Bruder. So, dann lass mal ganz kurz zurück zur Garage fahren, weil ich wollte jetzt heute nicht den ganzen Abend mit LKWs durch die Gegend fahren, actually. Es tut mir sehr leid, ich mag den wirklich total gerne. Ich liebe ihn quasi, sozusagen. Aber ist halt nicht so. Nee. Was hattest du vor, da reinzustellen? Waren doch Gaming-Sachen, oder? Ja, quasi. Ich muss mir nochmal ein bisschen überlegen, was genau. Also ich denke mal, ich werde mir von Steffen nochmal das Twitch-Logo ausdrucken lassen. Aus dem 3D-Drucker. Wisst ihr, was ich mal im Hintergrund schon stehen hatte? Neben dem Drucker immer. Aber da hatte ich ja irgendwann mal den Standfuß abgeschnitten, weil das, weil ich das da sonst nicht hätte hinstellen können. Und ich denke mal, ich werde mir das von Steffen halt nochmal ausdrucken lassen.
Und dann kommt das da auf jeden Fall hin. Ich denke mal, ich werde mir nochmal so ein Twitch-Kissen besorgen. Das kann man da auf jeden Fall cool reinstellen, so als Deko. Also Twitch und Gaming-Stuff, ja. Oh, jetzt gerade das Spiel abgestürzt. Gute Sache. Ich wurde gerade eher angeschrieben bei Steam oder was das war, ne? Ja. So, so sieht übrigens unser Chatverlauf aus mit Brian. So immer nur TS, ja, nein, TS, ja, nein, TS, ja, nein. Nein, heute kein TS. Doch, morgen wieder? Ja, okay. Ja, ansonsten, also wie gesagt, ich habe ja quasi, also ich muss mal gucken, was ich da wie wo reinstelle. Aber, also ich sag mal, sinnvoll wäre ja das Fach, das da, das, das, das und das, so im Prinzip. Da kann man noch so einen Kleinkram reinstellen. Ist es fucking laut? TS, nein, du alte Sau. Wenn du mir sagst, dass wir zusammen zocken, dann wollen wir auch TS. Genau, also ich muss mal gucken, was man da noch so alles reinballern könnte oder so. Könnte was werden, ja, denke ich auch. Ja, 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 ja. Vielleicht hilft mir da ja eine gewisse Sarah Alexandra auch noch ein bisschen bei. Ich weiß nicht, ob du Lust hast. Vielleicht hast du ja Ideen. Oder so. Maybe you have ideas. Das ist gut, Brian. Ja, wir können gerne später in TS oder willkommen so, wenn wir zurück, einfach talken wollen. Ja, das klingt auch gut, Sarah. Und das klingt auch sehr, sehr gut. Na, jetzt stehe ich wieder mit dem scheiß LKW da draußen. Ich will kein LKW fahren. Bro, Euro Truck Simulator 2 war gestern. Ich glaube, mit seinem LKW angedüst, ey. Schon ein bisschen weird. Ach komm, wir fahren mal eine Runde Bugatti. Das ist doch mal... Der Chiron wird ausgepackt. Digga, das ist so ein krankes Auto, ne? Er fährt übrigens weit über 400 km/h. Wollen wir das nochmal ausprobieren? Wir probieren das mal kurz aus, wie schnell der ist. Der sieht übrigens auch... Ich meine, der ist ja jetzt komplett getuned, ne? Der ist ja richtig aufgemotzt mit Flügel und so. Aber gönnt euch mal bitte die Felgen. Da. Da. Das ist so ein brutales fucking Auto. Und übrigens auch mit Abschleppding vorne. Ich weiß nicht, warum das bei diesem Spoiler mit drin ist, dass er so einen Abschlepphaken bekommt. Ich verstehe es nicht. Aber es ist halt sinnvoll fürs Tuning. Digga, das ist so ein brutales Auto. Wir müssen mal eben ganz kurz... Da, ja, genau. Also im Vergleich zum Renntruck 100 fast. Okay, warte kurz. Moment, wir machen 0-100, ja? Wenn man das noch sauber macht, mit ohne durchdrehen. Wir fahren mal kurz durch die Kurve da vorne. In 400 Metern scharf rechts abbiegen. Machen das jetzt sauber, okay? Ah, es war nicht 100% sauber, warte. Nein.
Moment, kurze Schiebkurve. Digga, es ist, wenn er den Grip nicht verliert, dann boostet das Ding so schnell auf 100, das ist unglaublich. Ah, nicht 100%, aber ihr wisst, in welche Richtung das geht, so, ne? Das ist so brutal, das Teil. Einmal noch. Ah, wieder ganz kurz. Ah, ich gebe immer so ganz mini bisschen zu schnell Gas, ey. Das ist so krank, Mann. Von der Beschleunigung her und so ist es wirklich. Wir fahren gerade 340. Lol. Oh, ich bin heute mal wieder mit 300 durch die Kurve gefahren. Ach so, ja moin. Und bei dir, wie geht's? Oh fuck. Alter, komplett Nacke gehabt, ey. Stell dir mal vor, das passiert durch ein Recht. Ja, ich bin heute mal mit 300 über einen Kreisel drüber geballert und hab dabei eine kurze Kontrolle verloren. Ja, war übrigens nicht schlimm. Alter, wie gerade diese Zahl da oben tickert wegen allen möglichen Errungenschaften. 4700 mal 5,8. Ja, moin. 85.001. Okay. Das ist so ein krank schnelles Auto, Mann. Es gibt übrigens, also es gibt eine Tuningstufe, wo der 465 fährt. Habe ich ein Video drüber gesehen. Ich habe den aber jetzt nicht komplett auf Höchstgeschwindigkeit getuned, weil ich halt gesagt habe, der soll halt auch renntauglich sein. Bei 417 hatten wir gerade. Ja, viel mehr macht der bei mir, glaube ich, nicht. Also aber 420 grob. Das ist schon einfach ein sehr, sehr schnelles Auto. Komplett im Baum eingekeilt. Schon wieder einfach so 16.000. Yo, Bruder. War er dead? Ja, vielleicht. Aber es gibt ja immer noch KI. Und RIP. Okay, wir fahren jetzt mal ein Rennen mit dem, okay? Das ist nämlich, das ist tatsächlich ziemlich. Den Blitzer da sind wir noch nicht gefahren. Wir fahren mal den Blitzer da. Bei nächster Gelegenheit wenden. Das ist so ein sickes Auto. Also übrigens keine Vollbremsung, nur mal so zur Info, sondern nur mal so, das ist Vollbremsung mit ABS und allem drum und dran. Ich weiß nicht, ich liebe einfach solche Autos. Kann ich nicht sagen warum. Aber so Supersportwagen sind schon einfach mega, mega sexy. Was ich nicht so liebe, ist der Winter und hier so vereiste Straßen, die nicht geräumt sind. Das ist nämlich echt kacke zu fahren. Boah, du findest überhaupt nicht richtig die Linie, ey. In 400 Metern scharf rechts abbiegen. Ja moin, Digga, willst du mich verarschen? Wie soll ich denn da eine Blitzergeschwindigkeit fahren, ey? Ja, überschlag dich kurz mit dem 2 Millionen Bugatti, ist kein Thema. Ja, mach ihn komplett kaputt. Ja, mhm. Nice, vielen Dank. Arschloch. So langsam, dass wir nicht mehr geblitzt werden, Alter. Das ist schon ein bisschen traurig. Auch. Oh, jetzt mit 54. Nice, neuer Personal Best. Sehr geil. Das ist schon ein bisschen traurig übrigens. Wenn 54 dein Personal Best ist, dann ist einfach, bist du halt einfach nicht so schnell.
fuck? Ja, moin! Ich bin nicht geblitzt worden. Warum bin ich nicht geblitzt worden? Lol. Hä? Why? Ach so, weil wir nicht im Netzwerk sind. So jetzt. So, warte mal. Wir können mal. Alter, guckt euch mal da oben diese Zahl an. Der Einfluss rattert nur so durch. Das ist schon mal krass übrigens. So, Bugatti, gib alles, Mate. Zieh durch, Bruder. Ja, 356 ist schon not bad. Auf jeden Fall 300 km/h schneller als vorher. Oh, das sind nur 2 Sterne, was? Irgendwie ist hier gerade Winter, ne? Ja, Moment, wir wollten ein Rennen fahren. Actually, so eigentlich. Schnell war bei Horizon schon lange keiner mehr. Weißt du was? Sterne. Du bist auf dem besten Weg, der neue Blitzer-Champ zu werden. Ich habe für dich ein paar neue aufgestellt. Viel Spaß! Und da oben ist ein Auto, was man wieder suchen könnte. Aber ich wollte jetzt eigentlich erstmal, sind wir denn gerade? Wir sind da rechts. Was macht das denn für einen Sinn? Ach, das ist die Strecke, die man dann fährt. Ah, okay. Bei nächster Gelegenheit wenden. Let's fucking go! Boah, ich mag Winter echt nicht so. Winter, also in Forza Horizon. Ein echtes Winter ganz geil. Weil der Unterschied zum Sommer ist halt, du kannst dich halt warm einpacken. Du kannst halt einfach warm. Was, 103 km/h mehr? Was sind wir gerade mit 200? Paar 80 oder so, ne? Kann sein. Also keine Ahnung, im Sommer kannst du dich halt irgendwann nicht weiter ausziehen, so. Ich bin halt heute, wollt ihr euch vielleicht nicht vorstellen, aber vielleicht auch doch, ich weiß es nicht. Ist auch egal, ich bin auf jeden Fall heute den ganzen Tag oberkörperfrei durch die Wohnung gelaufen. Und nur in kurzer Jogginghose. Weil ich es nicht mehr ausgehalten habe in dieser Wohnung. Und wie gesagt, hier drin ist es schon deutlich angenehmer als draußen gewesen. Und ich dachte die ganze Zeit, WTF, Alter, wie ist es denn bei Leuten? Wenn ich jetzt in Darmstadt noch wohnen würde, ich wäre in der Wohnung wieder gestorben. Ohne Witz, ich wäre wirklich draufgegangen. Bruder, da ist es so warm in dieser Wohnung in Darmstadt. War es so warm, wenn es draußen auch warm war, also richtig warm. Und dann war es in der Wohnung immer noch wärmer und ich dachte mir, boah, wie soll ich das aushalten? Und hier geht's, also im Vergleich, aber es war trotzdem warm. So, Leute, der Bugatti Veyron steht bereit, aber der Chiron zieht jetzt einfach mal los, Bruder. Geht jetzt einfach mal vorwärts. Ja, moin, das war auf jeden Fall schon mal nix. Ich habe mich mal kurz an dem Wegpunkt vorbeigedrängt, das ist auf jeden Fall nicht so nice gewesen. Let's fucking go, Alter. Oh, der war actually ziemlich nice, der Start. Der war actually richtig nice. Holy shit, war der gut. So, Chiron geht vorwärts. Bruder, verpiss dich doch, Alter. Das hasse ich. Das hasse ich so sehr, wenn diese Autos dann auf einmal so darüber ballern, weil sie irgendwie meinen. Es gibt so blöde Sachen. Mann. Lass mich doch die Innenkurve fahren. Bro.
So, jetzt haben wir es. So in etwa habe ich mir das vorgestellt, eigentlich nicht. Machst du das Rückspulen? Ja. Wenn ich ein Verfahren habe, quasi sozusagen. Also, so wie jetzt gerade. Wenn ich halt einfach gerade nicht gut fahre, dann kann ich zurückspulen, um den Fahrfehler zu verbessern. Ich mache das halt nicht immer, weil ich mir halt irgendwann auch so denke, ja, fuck it, dann bin ich halt jetzt einfach mal schlecht gefahren. Aber das Ding ist halt, in dem Spiel ist es halt. Also es kommt halt jetzt vielleicht im ersten Moment mega noob-like rüber, war es jetzt gerade zum Beispiel auch. Aber das Ding ist, in dem Spiel, dadurch, dass ich mit Controller spiele und dadurch, dass das Spiel so unvorhersehbar ist, weil es halt Arcade Racing ist, ist es halt... Alter. Also ich kann jetzt zum Beispiel mega schwer... So diese 100% die Ideallinie immer zu fahren, ist halt mega schwierig, weil du halt nicht so mega präzise lenken kannst. Wow. Wie mit einem Lenkrad zum Beispiel, Alter. Bin ich gerade so scheiße aus der Kurve rausgekommen, egal. Deswegen ist es halt mega, mega schwierig, immer 100% zu fahren, so wie du eigentlich fahren würdest oder könntest, wenn das die Eingabegeräte hergeben würden, sag ich mal. Also wenn du quasi mit Lenkrad fahren würdest. Und dadurch, dass es halt in dem Spiel nicht immer 100% geht und dadurch, dass du halt solche Sachen mit drin hast, wie hier mit dem Schnee und so, der einfach fucking unberechenbar ist. Dann kommt es halt auch mit dazu, dass sich nochmal jemand von hinten wieder überholt, was mir halt sonst, keine Ahnung. Das passiert mir sonst nie, mich überholt sonst nie jemand. Quasi. Auch kein erster Platz, aber er meint, nicht so schlimm. Im Winter fahre ich gegen den ersten Platz. Also, es ist, keine Ahnung, es ist, also wirklich, ich kann einfach ganz, ganz schlecht mit diesen Wetterbedingungen umgehen. Da bin ich einfach nicht gut drin. Ja, das ist halt dann wirklich nicht so nice. Hier bin ich halt auch gerade absolut nicht ideal Linie gefahren, aber ist auch in Ordnung. Und das ist halt mega weird, wenn dann auf einmal einfach so das Auto ausbricht, weil du gegen die Wand fährst. So, boah, was ist hier passiert? Du fährst gegen die Wand, auf einmal ist auch so, ich komm mal komplett ins Schleudern. Also so ist halt eine normale Reaktion, aber das eben gerade so WTF, warum sollte das Auto da so abgehen? Also in Real Life. Und das ist halt so dieser Arcade Racing Touch, den Forza halt immer hat. Das ist halt kein Assetto Corsa so. Oh, da sind wir so. Sorry, das fahren wir nochmal. Das war so knapp. Das triggert mich halt immer hart, wenn ich dann so weiß, ich könnte eigentlich Erster werden, wenn ich nicht so ein paar kleine Fahrfehler machen würde. Das hat mich gerade mega ab, weil eben hatten wir halt diesen ultra guten Start. Das ist halt richtig asozial, aber dadurch, dass ich Schaden ausgeschaltet habe, weil das Ding ist, wenn ich könnte Schaden anschalten, dann würde ich mehr CR bekommen, also mehr Credits fürs Fahren, aber dann müsste ich halt auch so fahren, dass ich halt keinen Schaden nehme. Aber dadurch, dass ich das eh abgeschaltet habe, dann kann ich auch so fahren, dass ich mir dadurch einen Vorteil verschaffe, dass ich keinen Schaden bekomme. Dann macht das wenigstens Sinn, dass ich das abgeschaltet habe, so in dem Sinne, ihr wisst, was ich meine. Dann kann man auch mal Gegner abdrängen, weil Rennregeln gibt es ja auch nicht. Es ist halt Arcade Racing. So, es ist, ihr müsst euch das vorstellen wie Need for Speed. Und da scheißt du halt auch drauf, ob du irgendwie gerade mal einen Gegner aus der Kurve drängst oder nicht so.
bisschen zu doll gebremst. Ich wollte den Zaun tatsächlich gerade extra mitnehmen zum Bremsen, aber es war nicht ganz so sinnvoll, wie ich mir das gedacht habe. Wow, perfekt. Ach ja, na, so, da sind wir mal kurz quer gegangen. Das ist doch kacke. Aber hier war ich noch Ideallinie. Dann bin ich eben zu früh reingegangen, weil ich die Kurve weiter eingeschätzt habe, als sie war. Das auch da kacke, so, ich bin hier ganz kurz auf den Schnee gekommen und das sind halt so Millimeter. Wenn du da halt nicht früh genug so minimal dagegen lenkst, dass du halt rechts reinkommst, dann bist du auf dem Schnee und dann bremst das Auto richtig scheiße. Und auch hier wieder habe ich eben zu viel Gas gegeben minimal und dann bist du auf dem Schnee und dann macht das Auto warum auch immer auf einmal einen Lenker nach links. What the fuck? Was ist das? Und das ist halt, du gibst da Gas und ich habe Traktionskontrolle drin. Normalerweise, also Real Life, je nachdem wie du die eingestellt hast, Traktionskontrolle, würde ich es halt wegkontrollieren, sodass die Räder halt da nicht durchdrehen. Das ist kacke. Das ist wirklich nicht so nice. Reicht das von hier? Boah, es nervt mega. Das ist halt das, was ich immer an so Sachen, weiß ich nicht. Kannst du es einstellen mit dem Schnee oder kommt es automatisch? Das kommt tatsächlich automatisch mit der Zeit. Also das Festival, also Horizon ist ja das Festival quasi, ne? Und das ist halt das ganze Jahr, das heißt, du fährst quasi alle Jahreszeiten. Und je nachdem hast du halt auch immer so verschiedene Gegebenheiten, wie halt im Winter Schnee. Im Herbst hast du halt so manchmal ein bisschen rutschiges Laub auf der Straße. Im Frühling halt mehr so Pfützen und Stuff und so. Und im Winter kannst du dafür zum Beispiel dann aber auch mal auf Seen fahren, die halt vereist sind. Je nachdem, du hast halt immer so ein bisschen, hast halt die Jahreszeiten einfach. Die sich halt einfach anpassen. Und das zum Beispiel auch was im Winter mega nervt, du kannst dich auch nicht beschleunigen. Du kannst nicht einfach schwer durchdrücken, weil das Auto immer komplett wegbricht, also zumindest der Chiron hier. Das ist kacke. Bin ich scheiße angefahren, die Kurve. An sich ist es ein mega nice Spiel und es macht übel Bock, einfach dieses arcade-mäßige Need for Speed Feeling mal wieder von früher zu haben, so. Aber mich fuckt es so ab. Auf der einen Seite ist es so übel die Hassliebe. Mich fuckt es so ab und auf der anderen Seite macht es halt auch so Spaß. Aber dieses Unberechenbare und dieses nicht so, dass das Auto nicht das macht, was du von ihm willst und nicht das macht, was du denkst, was es machen wird, ist so nervig. Aber dafür gibt es halt dieses Rückspulen. Sekunden schneller, warum das denn? Cancer Kid 02, man kennt ihn. So, aber das war doch mal ein ordentliches Rennen, bis auf das wir gerade 5000 Mal zurückgespielt haben. Ich bin einfach froh, wenn der scheiß Winter vorbei ist, ehrlich gesagt. Was ist das denn hier? Drift Club. Ich wollte mir sowieso eigentlich immer noch mal dieses Dirt-Auto auch kaufen, diesen Ford. Aber wir sind gerade auf der Zielgeraden mehr oder weniger von den Straßenrennen, weil ihr seht, das hier sind immer diese Straßenrennen und da gibt es jetzt nicht mehr so mega viele, doch hier oben gibt es noch welche, genau, und wir sind jetzt nämlich in der letzten Runde sozusagen von dieser Rennserie und beim letzten Mal hat die TUS gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, wenn du das jetzt beendet hast, dann habe ich was Neues für dich. Und ich glaube, es könnte ganz interessant werden, wenn man jetzt diese Rennserie da beendet, was dann da auf einen wartet oder auf uns wartet. Mal schauen. Ich glaube, das können wir uns heute vielleicht sogar noch anschauen können, eventuell. Mal schauen, wie weit wir kommen. Aber deswegen, lass uns mal diese Straßenrennen weiterfahren oder zu Ende fahren.
dann könnte das nicht was werden. So, wir gucken mal, wo ist denn hier? Ach, bei dem Haus wahrscheinlich, ne? Und diese Dinger, diese Tafeln, wenn man die zerstört, so. Dann, ihr seht jetzt, das war zum Beispiel eine Schnellreisetafel. Je mehr man davon zerstört, desto günstiger werden die Schnellreisen. Wenn man alle zerstört hat, dann sind die halt kostenlos. Und da vorne ist hier zum Beispiel noch so eine andere Tafel. Die gibt halt teilweise, geben die einfach straight Einflusspunkte. Hier sind zum Beispiel 1000. Und ihr seht, ich habe davon noch nicht so mega viele. Aber kein Team macht Ausmaß. Auch Mist. Es ist jetzt auch nicht mega schwer, die zu bekommen oder so, aber es ist auf jeden Fall ganz nice. Die kann man auf jeden Fall immer mal mitnehmen, so nebenbei, ne? Ja, das ist das Spiel übrigens mal wieder abgestürzt. Sehr schön. Wundervoll. Also so bescheuert. Und ich keine Ahnung warum, aber never mind. Ach ja. Oh, es ist übrigens immer noch weird, sich selber vor diesem anderen Hintergrund zu sehen. Das ist echt komisch, Mann. Ihr seht jetzt sogar draußen. So wenig, ich glaube, das kann man nicht. Das ist halt ein anderes Haus, so ist das. Ist okay. Kann man mit leben, dass man ein anderes Fenster sieht. Und wenn anfängt, der Schweiß irgendwie aus dem T-Shirt zu laufen, dann ist echt nicht so geil. Boah, ey, das ist so warm. Ja, ich weiß, es tut mir leid, Anni. I'm sorry. Ich weiß nicht warum, man kann es halt einfach nicht leiser machen, das ist so bescheuert. Okay, nein, nein. So, zurück to the game. Wir wollten diese Rennen da oben machen, ne? Waren wir gerade dabei. Da gab es nämlich noch zwei neue, glaube ich, ne? Zwei oder drei sogar. Ja, das ist ein Haus, was man kaufen kann. Ja, zwei neue, sehr cool. Lass uns die doch mal machen. So, hier auf diesen, ich sag mal, einigermaßen geschobenen Straßen geht das ja, solange man da auf der Straße bleibt. Ne? Solange lässt sich das Auto ja auch einigermaßen kontrollieren, aber wenn das dann so auf diese Nebenstraßen geht, schwierig. Rechts abbiegen. Quasi perfekt abgebogen, sozusagen. Steilkurve gefahren, never mind. Kurz mit 300 durch die Kurve, Digga, das ist so krank, ne? Wenn sich das mal so vorstellt, fährst du mit 300 durch eine Kurve. Ich meine, bei so einer Fahrbahn. Ehrlich gesagt, würde ich mir das gar nicht so genau vorstellen, so in echt. So, wunderschönes Auto, ist gleich am Zielort, sind nur noch 3,5 Kilometer, ja, biegt halt ab, ist kein Thema.
Haben ja eigentlich auch keiner, ich war nur halt ein bisschen zu schnell vielleicht. Zweite Ausfahrt, sagst du? Ja, perfekt, haben wir doch. Genau richtig gefahren. Easy. Und jetzt 30? Na ja, gut. Ach, 330? Ja, gut. Gehen wir hin. Oh, Bro, wieso stürzt denn die ganze Zeit das scheiß Spiel ab? Ach, Mann. Was soll das denn? Dies. Ich glaube, es wird heute nichts mehr, Leute. Ach, Mann. Wollen wir noch einmal probieren, oder? Ich weiß nicht, boah, ist mir eigentlich auch zu warm gerade. Ich glaube, wir sehen uns einfach morgen nochmal wieder. Wenn das für euch in Ordnung ist. Ich denke mal, weil Bandprobe habe ich jetzt ja momentan nicht mehr, ne? Ich muss mal gucken, wie weit ich morgen komme und so und wann, weiß ich auch noch nicht genau, aber ich denke mal, wir streamen morgen nochmal eine Runde. Ich hätte auf jeden Fall Bock. Oder sonst spätestens Freitag oder so. Also, bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr Bock habt, lasst ein Follow da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten sehen wir uns, wie gesagt, morgen Abend oder spätestens Freitag wieder. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid nach der kleinen Auszeit. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Haut rein. Ich guck mal ganz kurz, ob noch jemand da ist, den man hosten könnte. Irgendwie ganz kurz. Wait a second. Wait. Okay, never mind. Irgendwie finde ich denjenigen gerade nicht. Ja, dann hosten wir einfach Zander. Ich würde sagen, Zander ist auch eine gute Option. Da kann man auch mal reingucken. Ich wünsche euch einfach noch einen wunderschönen guten Abend. Haut rein, lasst die Grüße bei Micha da. Habt noch eine wunderschöne gute Nacht, Chat. Und wir sehen uns, wie gesagt, morgen wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.